Danke, Frau Präsidentin. Herr Bundesminister, Hohes Haus, erlauben Sie mir zuerst einen sehr wichtigen Entschließungsantrag einzubringen, der schon sehr lange in diesem Haus liegt, betrifft die Ungerechtigkeiten gegenüber ehemaliger Zeitsoldaten, die in den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger ca. 93 Millionen gezahlt haben und ihnen nur ein eingeschränkter, in eingeschränkter Weise, nämlich eine Deckelung von 30 Monaten zugutekommt. Die Abgeordneten Lausch, Dr. Bösch und weitere Abgeordneten betreffend Aufhebung der Deckelung von 30 Monaten von anrechenbaren Präsenzdienstzeiten. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport wird aufgefordert, sich für eine Aufhebung der Deckelung von 30 Monaten von anrechenbaren Präsenzdienstzeiten im Beamtendienstrecht einzusetzen. So, nun zum Budget. Ja, man kann natürlich sagen, um das nicht wieder zu wiederholen, man hat dann leichter, es wurde schon sehr, sehr vieles gesagt. Aber natürlich, Herr Bundesminister, Sie haben natürlich die Talfahrt gestoppt, Sie haben neue Anschaffungen teilweise geleistet, teilweise die Kasernen instand gesetzt, alles löblich, alles Unterstützung. Aber natürlich hat das schon was, wenn Vorredner gesagt haben, und es hat sehr bezeichnet auch von Ihrer Fraktion, der Kollege Schaubüttel, dass das erste Mal von den Rednern das Sicherheitsministerium in den Mund genommen. Das ist ja eine alte, ist ja nicht unbekannt, wenn man da schaut zu Ihren Koalitionspartner. Das erscheint mir auch irgendwo logisch, warum Sie jetzt damals einer der ganz wenigen Verteidigungsminister von Ihren Koalitionspartnern so gelobt werden, weil ich sehe, dass Sie da Vorleistungen bringen, nämlich genau in so ein Sicherheitsministerium, was ja die ÖVP, die ÖVP-Träumereien schon vor Jahren, Jahrzehnten schon entdeckt haben. Kann man nicht ein riesiges Sicherheitsministerium schaffen, womöglich mit einem ÖVP-Minister, von einem ÖVP-Minister geführt. Und das ist nicht verwunderlich, Herr Bundesminister, weil natürlich Sie schon, das haben schon einige Vorredner gesagt, hier vom Militär mit diesem Budget, das ja nicht schlecht ist. Und dieses Budget ist ja gut. Da könnten Sie ja im Bundesheer, in den Kasernen, bei den Soldatinnen und Soldatinnen vieles bewirken, was ja unbedingt wichtig wäre. Aber nein, was machen Sie, Herr Bundesminister? Sie kümmern sich um das sehr verstärkt auch hier Aufgaben vom Innenministerium zu übernehmen. Und jetzt, siehe da, seit gestern ist es durch. Bundesheer, ORFAD von gestern, Bundesheer übernimmt Hafttransporte für Justiz. Aha, also da sind wir natürlich nicht mehr weit weg von einem Sicherheitsministerium. Wenn Ihnen jetzt nicht mehr die Landesverteidigung genügt, für das ist nämlich dann das Budget dann doch wieder nicht so groß, wenn Sie sich auch um Agenten des Innenministeriums kümmern und jetzt siehe da auch um Agenten des Justizministeriums. Also, Herr Bundesminister, da werden Sie nicht unsere Unterstützung finden, weil Sie sind, glaube ich, hier der Gehilfe der ÖVP-Gedanken, hier so etwas gegenüber hinaus der nächsten Wahl vorzubereiten. Weil, jetzt erklären Sie mir eines, was hat das Bundesheer, das gute Arbeit leistet und wichtige Aufgaben hat, mit Häftlingstransporten zu tun? Heute hat ein Transport stattgefunden von der Justizanstalt Wels, ein gefährlicher, man sagt, IS-Sympathisant, der auch bei den Paris-Attentäten nicht ganz untätig war, steht er im Verdacht, wurde heute in die Jota Göllersdorf gebracht. Mit Beileistung der Cobra. Ist ja gut so. Aber jetzt dann in Zukunft wollen Sie mit dem Budget des österreichischen Bundesheeres da auch mitwirken. Das kann es nicht sein. Das ist nicht die ureigenste Aufgabe. Kümmern Sie sich, lieber Herr Bundesminister, lieber. Ja? Das würde uns sehr, sehr freuen, um das Personal. Für den Kadernachwuchs muss von Beginn an eine stabile Perspektive geboten werden. Und das ist nicht nur alleine der sichere Bundesjob, sondern da kann man noch viel, viel mehr tun. Da kann man zum Beispiel auch tun, Entwicklung von Sozialpaketen, die Angebote zum Beispiel eines verfrühten Ruhestandsmodells und kostet alles Geld. Und das wäre eigentlich Ihre ureigenste Aufgabe. Sonst müssen Sie sich natürlich solche Sachen gefallen lassen. Sie sind der zweite Innenminister. Das haben Sie, glaube ich, nicht notwendig. Und ich sage noch einmal, bereiten Sie hier nicht für nach der Wahl eventuell ein sogenanntes Sicherheitsministerium, was dann unter ÖVP-Hand geführt wird, vor. Dankeschön.
Die Talfahrt des Heeres sei gestoppt, sagt Christian Lausch von der FPÖ. Er ist allerdings gegen die Vorbereitung eines Sicherheitsministeriums, das auch Agenten des Innen- und des Justizministeriums übernehmen würde. Franz